Okay, es geht weiter. Das ist das letzte Mal heute. Ich habe zu viel aufgenommen heute. Ich brauche eine Pause. Ach, diese Gegner dort. Ach, scheiße, vergessen ihn aufzuheilen. Ah, ich habe auch gelernt, sie jetzt auszuweichen. Ach, scheiße. Okay, ich habe noch nie richtig so gelernt. Aber es ist besser geworden. Hat man ja gesehen. Ich habe jetzt Leben dazu bekommen. Du Hund, warum heilst du dich? Ich habe dir nie mal angegriffen. Ah, er ist jetzt geflohen. 180 nur, okay. Okay, da oben kann ich noch nicht, weil ich diesen Stein da noch nicht zerstören kann. Oh nein, nicht du wieder. Egal, Lichtgranate und Kamehameha. Scheiße, vergessen! Oh. Okay, komm. Widerstand, okay. Große Bund. Kannst du gebrauchen, du machst Kamehameha. Stirbst du jetzt? Nein, der lebt noch. Warte, wen greifst du jetzt an? Okay, verfehlt. Ich habe gut ausgewichen. Wenn man es halt. Okay, man wird getroffen, aber der Schaden ist dann reduziert. Da hat man ja gesehen. Karotte. Wie ihr seht, ich komme da nicht gerade durch. Okay, da komme ich jetzt durch, aber erstmal heilen. Kleine Bohne. So, das reicht. Und weg. Ist das eine Treppe? Okay, schlau gemacht, muss man sagen. Oh, nicht du. Nicht du. Oh, ich hasse dich. Und die brauchen noch schnell ein Level up. Ach, scheiße, da hätte ich jetzt. Ah, ich habe deine Idee. Ich mach gleich die Combo. Kleine Bohne für dich und Angriff. Scheiße, okay. Aber im nächsten Kampf zeige ich den Sprint-Explosionsangriff da. Okay. Okay, da brauche ich die Gasmaske. Okay. Gibt's ein paar Schätze, aber die meisten von denen kriege ich nicht, weil ich noch nicht so stark bin. Verfehlt, gut. Jetzt habe ich Leben dazu bekommen, weil ich ausgewichen bin, gut. Und du heilst dich von irgendeinem Schaden, den ich. Ach doch, doch, ich habe dir einen Schaden verpasst. Oder Piccolo hat dir Schaden verpasst. Okay. Giftkarte, ja, da werden die Gegner vergiftet. Ah, da geht's zum Speicherpunkt, okay. Ja, da hat sich das Auto. Scheiße, hat mich getroffen. Scheiße, nochmal. Ah, die sind jetzt geflohen, die Hunde. Okay. Schlangenschuppe. Ist Ausrüstung? Wieso sind die nicht ausgerüstet? Deswegen. Oh, diese Hunde.
Deswegen sind die so schwach. Ich habe mich ganz gewundert. Hä, was ist los? Warte, das brauchst du eher alle. So. Deswegen, die sind nicht aus. Wieso sind die nicht ausgerüstet? Wozu? Oh. Ach du dreckige Schweinemissgestalt. Komm, komm her, her. Und die müssen auch gleich ihr Level abbekommen. Ha! 397. Okay, ein bisschen ausgewichen. Scheiße. Phoenixfeder, komm her. Ich weiß nicht, was so eine Phoenixfeder eigentlich hier zu tun hat bei einem Dragon Ball Z-Spiel, aber egal. Widerstand. Er will mich verarschen. Boah, der hätte mich eiskalt umgebracht. So. Ich will jetzt noch diese Truhe holen. In diese Höhle kann ich noch nicht, weil ich noch nicht diese Fähigkeit habe. Ach du Renn. Renn. Echt keinen Bock auf dieses Schwein. Echt nicht. Ich habe so nicht die Nerven dazu. Spür. Okay. Chance auf komplette Abwehr, das. Chance auf komplette Abwehr des bei aktiver Abwehr erlittenen Schaden. Okay. Klingt irgendwie verwirrend, aber. Ja. Es klingt verlockend für etwas, was ich nicht verstehe. Doppelt. Nein. Okay, komm. Okay, den mache ich so und dann machst du Energiewellen-Dings da. Da kriegen die alle beide ein Level ab. Wieso bist du so oft ausgewichen? Angriff. Okay, der kann jetzt auch noch angreifen. Kleine Bohne und Angriff. Gut, so, jetzt haben beide ein Level up. Das ist das Wichtigste. Was ist das? Wie sagt er das so wenig, verdammt? Die schwarzen Steine kann ich sowieso noch nicht zerstören. Kein Bock auf euch, ihr Schweine. Echt kein Bock. Echt kein Bock. Okay, auf den habe ich schon Bock. Lichtgranate. Kann er mehr haben. Wartet, ich muss zwar kurz was machen. Okay. Verfehlt? Ich kann das langsam. Ach komm, raufklicken, so, so, so. Jetzt bist du aber tot, sag ich doch. Jetzt muss ich den Weg hier. Kein Bock auf die beide zusammen. Da unten ist sowieso ein Hurensohn. So, so. Okay. Das hier weg. Da komme ich noch nicht hoch. Okay, jetzt glaube ich, kommt der Kampf.
Ja, der Kampf gegen Raditz. Ich muss noch so viel trainieren. Das ist richtig krass. Was ist denn? Das Drachenradar dreht hier durch. Gut, dann ist es soweit. Wieso holst du jetzt eine Wolke? Hä? Okay. Ich glaube, dieser Part wird ein bisschen länger sein. Oder? Ich will nicht. Klappe, du dummes Balk. Boah, wie lange willst du denn da noch laufen? Willst du noch heulen? In dir fließt das Blut der noblen Saiyajin. Saiyajin sind keine Heulsusen. Rein da. Ja, gib's den gleich Headbutt und er fliegt da rein. Gut, ich werde mal etwas zu essen jagen gehen. Bestimmt Schwein. Hm? Seltsam, ein Warnsignal. Stärke 710 und es ist ganz in der Nähe. Wo denn? Guck mal in die Kugel, da siehst du die. Was? Dieses dämliche Balk? Hm. Pah, das Ding muss kaputt sein. Jag mir doch nicht solche Angst ein. Nein, es ist nicht kaputt. Das ist Son Gohans verborgene Kraft. Wir sind nah dran. Wir sollten bald landen und uns verstecken. Nein, Son Goku, wir müssen weiter. Was? Der Keller hat irgendein Gerät, mit dem er unsere Position und Stärke messen kann. Dann glaubst du, er weiß, dass wir ihn in der Nähe sind? Ganz bestimmt sogar. Hm. Dann ist ein frontaler Angriff wohl die einzige Möglichkeit. Und? Greift ihr jetzt ihn an? Nicht schon wieder. Stärke 710. Ah, ich wusste doch, dass das Ding kaputt ist. Moment mal, da ist ja noch ein Ziel. Es kommt auf mich zu. Es sind beide. Das ist einer. Nein, es sind zwei. Stärke 322, 334. Dann ist einer von ihnen Kakarot, aber er sollte nicht hier sein. Er weiß doch genau, dass er keine Chance hat, gegen mich zu gewinnen. Außerdem, woher weiß er überhaupt, wo ich bin? Hm. Ach Mist, das Ding ist vollkommen nutzlos. Das glaube ich nicht. Sie sind hier. Vielleicht ist es doch nicht kaputt. Aber es muss doch einen Grund dafür geben. Wie kann ein Kind eine Stärke von 710 haben? Das ist doch lächerlich. Wieso nicht? Weil du so ein Schwächling warst als Baby oder was? So. Du warst also der andere. Wie hast du mich gefunden? Als ob ich dir das verraten würde. Hier, egal. Versuchen wir es mit der nächsten Frage. Was wollt ihr zwei eigentlich hier? Was glaubst du wohl? Wir holen mein Kind zurück. Du weigerst dich also, dich deinem einzigen Artgenossen anzuschließen? Einem Saiyajin? Das habe ich doch gesagt. Jetzt kämpf doch, verdammte Scheiße. Es wartet sowieso jeder darauf. Du stellst dich gegen deinen eigenen Bruder? Ich habe keinen Bruder. Ey, das ist eiskalt, Mann. Es ist eiskalt. Das darf man nicht sagen. Ey, Kakarot, ich habe dich für klüger gehalten. Unfassbar, dass du so ein Idiot bist. Was für eine Enttäuschung. Aber du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass ihr mich zu zweit besiegen könntet, oder? Ich habe jetzt genug von diesem Geschwätz. Hm. Piccolo, hast du auch mit Gewichten trainiert? Richtig. Genau wie du? Mein Körper ist mir lange nicht so leicht vorgekommen. Und wie ist jetzt deine Stärke? Was, deine Stärke liegt plötzlich bei 408? Jetzt Son Goku auch? Wow, du musst jetzt ziemlich gut trainiert haben. Ich bin froh, dass du erstmal auf meiner Seite stehst. Das sollte diesen Kampf um einiges leichter machen. Kakarot liegt bei 416. Haha, das nennt ihr stark? Hä? Dass ich nicht lache. Kaum zu fassen, dass ihr nicht mehr drauf habt. Ihr habt euch viel zu viel vorgenommen. Im Kampf geht es nicht immer bloß um Stärke. Wir haben einen Plan. Ja, das habe ich alles schon mal gehört. Hör zu, Kakarot. Ab sofort werde ich nicht mehr versuchen, nett zu sein. Du würdest uns alle nur aufhalten, da bin ich mir sicher. Du bist eine Plage.
eine Blamage für unsere ganze Rasse. Bereite dich auf den Tod vor. Ja, jetzt beginnt der Kampf. Kamehameha und Lichtgranate. Nach dem Kampf mache ich einen Cut dann. Okay, ich mache schon Schaden, aber nicht so viel. Was? Ah ja. Lass mich etwas sagen, bevor ihr alle stirbt. Die anderen beiden überlebenden Saiyajin sind noch mächtiger als ich. Oh nein. Noch zwei Saiyajin und sogar noch stärker? Was wollen wir denn tun? Oh Bruder, ich wünschte, ich hätte das nicht gehört. Ich wette, du bist gespannt, Son Goku. Hey, tut mir leid. Diesmal nicht, da bin ich mir sicher. Ich zittere vor Angst. Aber wen kümmert das? Wo ist mein Sohn? Wo hast du ihn versteckt? Ich habe ihn nirgends versteckt. Er hat nicht aufgehört zu jammern, also habe ich ihn rausgeworfen. Siehst du das Loch da hinter dir? Er ist da drin und lebt auch noch, glaube ich. Da drin? Durchhalten, Son Gohan. Papa kommt und hilft dir. Ohahaha, lass das leid. Du kannst ihn auf keinen Fall retten. Schließlich wirst du sterben ohne eine Chance. Kamehameha, böser Anschlag. Okay, jetzt geht's los. Kamehameha und du machst böser Anschlag. Sprint-Explosion. Und jetzt geht's los. Energiestrahl. Willst du mich verarschen? Scheiße, ja, vergessen. Oh. Kamehameha. So. Ist alle aufgeheilt. Gut, gut. Kamehameha und du machst Lichtgranate. Das muss ihn treffen eigentlich. Energiestrahl auf wen? Du Hund! Kleine Bohne und Angriff. Okay, jetzt geht's los. Kamehameha. Zerstörungswelle. Ich dachte, da kommt auch noch eine geile Kombi raus, aber nein. Okay, dann mache ich gleich Sprint-Explosion. Ach so. Kamehameha. Böser Anschlag. Sprint-Explosion. Mittlere Bohne für ihn. Lichtgranate. Jetzt greif an. Scheiße, der Part wird lang. Ich hoffe, meine Zuschauer können das aushalten. Also, dass es 20 Minuten sind, ich hoffe mal. Maximaler Energiestrahl. Zerstörungswelle. Hahaha, du stehst mir mit einem Fuß im Grab. Son Goku. Hast du irgendwelche neuen Fähigkeiten, die du jetzt einsetzen könntest? Hey, tut mir leid. Ich muss zugeben, ich habe nichts.
Pa, seit wann bist du so faul? Ich habe eifrig trainiert und habe jede Menge neue Techniken. Haha, was wollt ihr Narren denn? Diskutiert eure Strategie, solange ihr wollt. Es ist sinnlos. Es wäre leichter für euch beide, wenn ihr mich euch jetzt einfach töten lässt. Warte. Dann hast du also eine erstaunliche neue Technik? Kann man so sagen. Aber man braucht viel Zeit, um das nötige Ki zu sammeln. Du musst ihn bekämpfen und ablenken, bis ich bereit bin. Verstanden, aber glaubst du, es wird verletzen? Er sollte es. Wenn nicht, haben wir nichts mehr. Ich wollte mit diesem Move aufheben, um dich zu töten. Stattdessen rettest du mir das Leben, was? Hey, wenn wir diesen Typen erledigt haben, bist du dran. Hahaha. Hey, dann gibt es nichts zu lachen, Son Goku. Du lachst über mich? Trotzig wie immer, oder? Alles klar, das wird lustig. Ich werde ihn für dich aufhalten. Gib ihm keinen Zentimeter nach. Fähigkeit erlangt. Piccolo hat die Höllenspirale gelernt. Diese Fähigkeit, die du im Laufe des Spiels lernst, sind extrem wirkungsvoll. Du startest mit deiner voller Horn an. Magische Fähigkeiten muss man über mehrere Stunden Runden starten. Wenn dein Timing stimmt, kannst du deine Gegner zerschmettern. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss!